Du leitest Rollenspiele und heute erzähle ich dir, warum eine Session Zero ein absolutes Muss ist. Wie im letzten Video angekündigt, werde ich heute zeigen, wie ich eine Session Zero mache. Das zeige ich dir, indem ich das an meiner persönlichen Checkliste abarbeite, die du in der Videobeschreibung findest und du kannst sie dir runterladen, selber drin rumschreiben und bearbeiten, wie du sie gerne möchtest. Der Hauptgrund, eine Session Zero überhaupt durchzuführen, ist, dass du deiner Gruppe und dir selber Raum gibst, ganz wichtige und auch unwichtige Dinge vorab zu klären und diese Kommunikation überhaupt erst zu ermöglichen. Das Besondere an unserem Hobby ist, dass wir uns nicht zusammensetzen und 2 Stunden ein Brettspiel spielen oder mal ein Raid zusammen machen online, sondern im Zweifel Monate oder sogar Jahre gemeinsam eine Geschichte erzählen. Deswegen ist eine Session Zero für eine Rollenspielkampagne so wichtig, weil man dort ganz, ganz viele Probleme, die erst Monate später auftreten können, vorher eben besprechen kann oder verhindern kann. Was genau ist jetzt eigentlich eine Session Zero? Eine Session Zero ist das, was vor dem Abenteuer kommt. Also bevor ihr euch mit euren Charakteren in die spannende Story stürzt, baut ihr in einer Session Zero eure Charaktere und besprecht alles Nötige, um diese Geschichte auf den Weg zu bringen. Diese Session Zero ist aber nicht nur dazu da, um Spielinhalte zu besprechen oder Mechanisches zu klären, sondern eben auch alles drumherum abzuklären. Also alles, was das Spielen erst ermöglicht. Und damit fängt meine Checkliste auch an, nämlich mit Organisatorischem. Beginnen werden wir mit ganz offensichtlichen Fragen. Wann wird gespielt? Wie oft wird gespielt? Bei wem wird gespielt? Und wer spielt eigentlich mit? Das mag dir super offensichtlich erscheinen und das liegt daran, dass es auch super offensichtlich sein sollte. Aber ich empfehle dir trotzdem, sprich es an. Denn bei 5 Leuten an einem Tisch mag es dir komplett klar sein, wie oft ihr spielt. Aber es kann sein, dass Leute an deinem Spieltisch sagen, naja, ich habe jetzt gedacht, dass wir uns alle 2 Monate mal treffen oder es auch vollkommen okay ist, wenn mal eine 6-monatige Pause stattfindet. Und diese Sachen solltet ihr im Vorfeld abklären, damit niemand dann Druck macht oder sich unter Druck gesetzt fühlt oder das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht voran. Die nächsten Fragen mögen genauso offensichtlich erscheinen. Wie lange ist deine Spielsitzung? Gibt es Pausen? Wenn ja, wie lang sind diese? Es kann sein, dass du bereit bist, 7 Stunden am Stück bis in die Nacht zu spielen, deine Gruppe aber nicht oder umgekehrt. Und was sich daraus auch direkt ergibt, ist, wie lang soll diese ganze Kampagne sein? Habt ihr ein Ende eingeplant? Wollt ihr ein Ende haben? Oder wollt ihr die nächsten Jahre spielen, so lange, wie ihr Spaß dran habt? Jetzt mag dich vielleicht verwirren, dass ich am Anfang gesagt habe, mit wem wird gespielt oder wer spielt mit? Das betrifft in erster Linie die Leute, die am Tisch sitzen und dich, aber es kann ja auch sein, dass jemand dazukommt. Oder es kann sein, dass jemand vor dem Kampagnenende aufhören möchte oder auch mal pausieren muss. Oder wie geht ihr damit um, wenn jemand mal eine Sitzung verpasst? Auch diese Punkte solltet ihr einmal besprochen haben. Jetzt geht es um die Dinge, die um das Spiel herum noch passieren. Wird gemeinsam gegessen? Gibt es Snacks am Tisch? Sind Getränke erlaubt? Ist Alkohol erlaubt? Oder andere, was ist mit anderen Drogen? Gibt es Raucherpausen? Was liegt auch in deiner Verantwortung? Das solltest du auch einmal vorher abgesprochen haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Spielleitung das Abenteuer vorbereitet, die ganzen Materialien beschafft und deckt, alle Zettel ausdruckt, die Charakterbögen vorbereitet, die Würfel besorgt, die Miniaturen anmalt und kauft, die Maps ausdruckt und dekoriert und im Zweifel noch irgendwelche Szenen bastelt. Das mag dir super viel Spaß machen, mir macht es super viel Spaß, aber es kann sein, dass du sagst, hey, Gruppe, es wäre cool, wenn ihr euch zumindest mit ein paar Euro an den Druckkosten oder an den Materialkosten beteiligt. Und wie mir meine kamerascheue Freundin gerade noch mitgeteilt hat, ist es unbedingt auch wichtig, einmal anzusprechen, wo kann deine Gruppe dich als DM auch entlasten? Also welche Sachen möchtest du
vielleicht gar nicht unbedingt die ganze Zeit verantworten müssen und was kann die Gruppe übernehmen? Und das können so Kleinigkeiten sein wie den Tisch vorher decken oder die Charakterbögen auseinandersortieren oder vorher Getränke einkaufen. All diese organisatorischen Dinge solltest du einmal mitschreiben und festhalten und generell solltest du dir während der Session Zero Notizen machen und deiner Gruppe diese Notizen oder das Protokoll im Nachhinein zur Verfügung stellen, damit nichts verloren geht, damit nichts vergessen wird und damit ihr im Endeffekt auch euch darauf berufen könnt und sagen könnt, hey, wir haben aber gesagt, wir spielen alle 2 Wochen, es wäre super, wenn du das auch in deinen Zeitplan integrieren könntest, wenn jemand das vergessen haben sollte. Der nächste Punkt liegt mir besonders am Herzen und wäre eigentlich der erste Punkt, weil Safety First so ein schöner Spruch ist, aber die organisatorischen Sachen sind schon notwendig, um auch über diesen Punkt zu sprechen, und zwar Safety Tools. Im Rollenspiel geht es um Geschichten. Es geht um Inhalte, es geht um Dramaturgie, es geht um Charaktere und es geht vielleicht sogar um dramatische Schicksale. Das ist automatisch ein Grund, darüber zu sprechen, was an Inhalten nicht gewünscht ist. Welches Tool ich dafür benutze, sind die Lines and Veils. Und anstatt, dass ich das jetzt groß erkläre, weil das könnte man bestimmt auch in einem eigenen Video verpacken, verlinke ich unten den Genderswap Podcast und ein Blogpost dazu, wo das ein bisschen ausführlicher behandelt wird. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, schau dir das an. Im Endeffekt geht es nur darum, die Dinge abzuklären, die auf keinen Fall in eurer Kampagne vorkommen sollen. Und ich garantiere dir, es wird auf jeden Fall Dinge geben, wo sich alle darauf einigen werden, die niemand in dieser Kampagne haben will. Und die sogenannten Veils sind die Sachen, die zwar stattfinden können, aber die nicht explizit ausgespielt werden. Und auch da gibt es Sachen, die vielleicht dir oder den anderen Mitspielenden unangenehm sein könnten. Ich zum Beispiel tue mich immer noch schwer, Sexszenen mit guten Freunden auszuspielen. Also wird dann da ein sogenannter Schleier drüber geworfen und man lässt die Fantasie den Rest auffüllen. Ich empfehle dir, dass du dieses Safety-Tool im Vorfeld schon ankündigst und deiner Gruppe die Möglichkeit gibst, ihre Lines and Veils einfach direkt an dich zu schicken, ob das jetzt über irgendein Messenger ist oder wie auch immer. Oder dass du während der Sitzung nochmal Zettel verteilst, die sie dann zu Hause oder während der Sitzung, wenn es ihnen damit gut geht, ausfüllen können. Und dann sammelst du das halt verdeckt ein, trägst alles zusammen und stellst es deiner Gruppe zur Verfügung. Und damit muss sich niemand innerhalb der Gruppe irgendwie vorgeführt fühlen oder irgendwie Themen ansprechen, die der Person unangenehm sind. Das zweite Tool, was ich immer nutze und was ich dir auch empfehlen würde, ist die X-Card. Ein einfacher Zettel mit einem aufgemalten X, der in die Mitte des Tisches gelegt wird und deiner Gruppe die Möglichkeit gibt, Szenen, die unangenehm sind oder nicht weiter ausgespielt werden wollen, zu überspringen, indem man auf die X-Card drauf tippt. Ich nutze das auch in Gruppen, wo ich alle sehr gut und schon sehr lange kenne, denn auch mit Leuten, mit denen man sehr vertraut ist und wo man sagen würde, ach, wir kennen uns doch super gut, kann es dennoch sein, dass man im Rollenspiel an Inhalte kommt oder in Situationen gelangt, die dieser Person vielleicht auch nur in diesem Moment unangenehm sind. Und ich garantiere dir, das Spiel leidet nicht darunter. Das Spiel profitiert davon. Du wirst dich viel sicherer fühlen, die Gruppe wird sich sicherer fühlen und selbst wenn niemals auf diese X-Card draufgetippt wird, ist sie eine Bereicherung für ein gutes und erfolgreiches Rollenspiel. Jetzt kommt der Teil, wo ihr ganz, ganz, ganz viele Probleme im Vorfeld schon aus dem Weg schaffen werdet. Und zwar redet jetzt über eure Erwartungshaltung. Als erstes beginnen wir mit dir und deiner Erwartungshaltung. Was macht dir besonders viel Spaß, wenn du ein Rollenspiel leitest oder um genau zu sein, wenn du dieses System leitest, das ihr spielen wollt? Möchtest du besonders ausgeklügelte taktische Kämpfe vorbereiten und deine Gruppe damit herausfordern? Oder macht es dir besonders viel Spaß, wenn du deine liebevoll gestalteten NPCs deiner Gruppe präsentierst und dich darauf freuen kannst, wenn sie damit interagieren? Oder du freust dich einfach nur darauf, deine
spannende und epische Geschichte zu erzählen. All diese Dinge solltest du einmal aussprechen und deiner Gruppe klar machen, hey, wenn ihr mit mir spielt, dann spielt ihr diese Art von Spiel. Und als nächstes sagst du deiner Gruppe, was du dir von ihnen wünschst. Also was ist deine Erwartungshaltung deiner Gruppe gegenüber? Das kann sowas bedeuten wie, ich möchte gerne, dass meine Gruppe ganz viel miteinander interagiert. Oder ich möchte, dass meine Gruppe sich darüber im Klaren ist, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Oder deine Gruppe soll eine wirklich ausführliche Hintergrundgeschichte verfassen, die du dann in deine Kampagne einweben kannst. Nachdem du jetzt deine Erwartungshaltung deiner Gruppe mitgeteilt hast, ist deine Gruppe dran. Jetzt teilen sie dir mit, was sie besonders spaßig finden, worauf sie sich freuen und was sie sich von dir und deiner Kampagne, deiner Geschichte besonders wünschen. Und du wirst jetzt erstmal ganz still sein und dir alles notieren, was sie dir mitteilen. Und im Anschluss an diese, ich hoffe, sehr notizenträchtige Zeit, dann geht ihr in eine kleine Verhandlung. Wenn du sagst, ich möchte unbedingt, dass ihr viel improvisiert und in meiner Welt einbaut und dann eine Person in deiner Gruppe sagt, hey, ich fühle mich dann ganz schnell unter Druck gesetzt und dann mache ich dicht und dann kommt gar nichts Gutes bei raus, dann weißt du, ah, okay, dann kann ich mit den anderen vielleicht die eine oder andere Sache improvisieren, aber diese Spielerin möchte unbedingt sich auf andere Weise einbringen. Und genau dafür ist dieser Punkt da. Ihr verhandelt hier jetzt sozusagen, wie eure Erwartungshaltungen sind und dann könnt ihr am Ende einen gemeinsamen Nenner finden, um eure Kampagne zu einem richtigen Erfolg werden zu lassen. Nachdem jetzt also Organisatorisches aus dem Weg geschafft ist und eure Erwartungshaltungen abgeklärt sind und ihr bei einem schönen Konsens angekommen seid, wie ihr euch dieses gemeinsame Spiel vorstellt, klärt ihr die inhaltlichen Sachen ab und ihr fangt bei den allgemeinen und regelbezogenen Dingen an. Du beginnst mit deiner Kampagnenidee. Und lass mich dir einen Tipp geben, überleg dir mehr als eine Kampagnenidee. Auch wenn du der Meinung bist, alle Leute haben Bock, eine Piratenkampagne zu spielen, wirst du verwundert sein, wie oft diese Idee abgewählt wird, wenn du ihnen andere Optionen bietest. Also ich habe das jetzt 5-mal mitgemacht und niemand wollte meine Kampagne mit den Piraten spielen, aber alle wollten die anderen Ideen haben. An diesem Punkt geht es aber nur um die Idee. Das bedeutet nicht, dass du 3 fertige Kampagnen in der Schublade liegen haben musst. Genau deswegen machst du ja eine Session Zero, damit du nicht eine Kampagne schreibst, auf die deine Gruppe aber gar keinen Bock hat, sondern du gibst ihnen ein paar Sachen zur Auswahl und das, worauf sie richtig Lust haben, das darfst du dann ausarbeiten. Und darauf freuen sich dann alle gleich doll. Als nächstes bestimmt ihr gemeinsam die Tonalität und die Atmosphäre der Kampagne, also im weitesten Sinne das Genre deiner Kampagne. Es mag eine relativ klare Helden- und Abenteuerkampagne sein in Richtung Herr der Ringe, wo Gut und Böse ganz klar voneinander unterschieden sind und alle immer genau wissen, ah, das sind die Fieslinge, denen hauen wir auf die Nuss. Es kann aber auch sein, dass ihr eher eine Horrorkampagne spielen wollt mit fiesen Monstern und durchtriebenen Bösewichten. Oder etwas, was eher so fürs Herz ist und wo man sich über niedliche und lustige Charaktere freuen kann und alle kriegen ein Haustier. Als nächstes klärt ihr ab, wie tödlich diese Kampagne sein soll. Das ergibt sich direkt aus der Atmosphäre oder dem Genre. Wenn es eine Survival- oder Horrorkampagne ist, dann mag sie deutlich tödlicher sein. Aber dennoch sprecht einmal darüber, wie geht ihr mit Charaktertod um? Gibst du den Charakteren auf niedrigen Stufen die Möglichkeit, einmal umsonst einen Charakter wiederzubeleben? Sagst du von vornherein, baut lieber 2 oder 3 Charaktere, falls einer hops geht? Oder sagst du, ich werde euch nicht in eine Situation bringen, wo Charaktere sterben können oder sollen, weil es in dieser Kampagne nicht darum geht? Wie geht ihr mit Gruppenkonflikten um? Wenn sich die Charaktere untereinander nicht ganz einig sind oder gegeneinander agieren, wird gegeneinander gewürfelt und wie geht ihr mit diesen Würfelergebnissen um? Können Charaktere sozusagen gezwungen werden, Dinge zu glauben, die sie eigentlich nicht glauben wollen oder wo die Spielenden es eigentlich nicht glauben wollen?
Oder sagst du von vornherein, ihr werdet euch nicht beklauen, ihr werdet euch nicht verarschen und ihr werdet auch keine Geheimnisse voreinander haben? Und das ist auch der nächste Punkt. Wie ist es mit Geheimnissen? Sollen deine Spielenden überhaupt Geheimnisse voreinander haben? Sollen sie Geheimnisse vor dir haben? Wie sollen Geheimnisse gehandhabt werden? Damit ist einfach nur gemeint, klärt einmal ab, okay, es ist erlaubt, Geheimnisse zu haben und es ist, oder es ist sogar gewollt, Geheimnisse zu haben. Es wäre blöd, wenn darüber nicht gesprochen wurde und nach einem Jahr jemand sagt, haha, ich war die ganze Zeit ein Vampir. Und dann müssen die anderen Charaktere damit umgehen, wie sie jetzt die Kampagne weiterführen wollen. Als nächstes geht es um Stufenaufstiege. Wie wird das gehandhabt? Schreibt ihr euch Erfahrungspunkte auf? Nutzt ihr Meilensteine? Wie oft wird gelevelt oder wie schnell wird gelevelt? Das ist auch etwas, was ihr unbedingt einmal besprechen solltet, weil es kann sein, dass jemand sagt, oh, wir spielen jetzt schon 4 Sitzungen, ich habe immer noch keinen Levelaufstieg, was soll das? Und für dich ist es ganz klar, ein Stufenaufstieg ist immer etwas, was alle paar Monate passiert, aber die Gruppe erwartet das halt in einem schnelleren Rhythmus. Und genauso solltet ihr einmal darüber gesprochen haben, wie werden Kämpfe abgehandelt? Passiert alles im Kopfkino? Benutzt ihr Miniaturen und Maps? Macht ihr eine Mischung aus beidem? Sprecht es einmal ab, damit die Erwartungshaltung, die ihr vorher auch besprochen habt, zum Tragen kommt. Mit welchen Spielinhalten wird gespielt? Sind nur offizielle Quellen erlaubt oder auch inoffizielle? Sind Online-Ressourcen erlaubt oder Testmaterial, was ja bei D&D gang und gäbe ist? Und an dem Punkt würde ich dir auch empfehlen, darauf hinzuweisen, wenn du optionale Regeln benutzt, zum Beispiel die Regeln für bleibende Verletzungen bei D&D oder eben auch Hausregeln. Ich benutze ganz viele Hausregeln. Bei mir sind Heiltränke zum Beispiel immer eine Bonusaktion. Und ich benutze statt Inspiration benutze ich die abgewandelte Version von Heldenpunkten. Und das ist deswegen wichtig, damit im Laufe des Spiels nicht eine Spielerin sagen kann, hey, wir haben das aber in den Regeln nicht finden können. Warum spielen wir das so und nicht, wie es in den Regeln steht? Deswegen ist es super wichtig, vorab abzuklären, nach diesen Regeln wird an deinem Tisch gespielt. Nachdem ihr jetzt also die Regeln und die allgemeinen Informationen abgeklärt habt, könnt ihr euch auf das stürzen, was dir bestimmt ganz viel Spaß machen wird. Jetzt darfst du deiner Gruppe deine Welt zeigen. Und ich sage ganz bewusst deine Welt, denn auch wenn du ein offizielles Setting benutzt, ob das jetzt die Vergessenen Reiche sind oder was auch immer, ist es immer noch deine Welt, weil es ist deine Version dieses Settings. Und es kann sein, dass sich da halt eben Sachen finden, die von dem abweichen, was kanonisch ist. Was einfach deiner Gruppe super viel hilft, ist, wenn du anstatt jetzt einen sehr langen Monolog über wichtige NPCs und kürzliche Geschichte und Gottheiten und Dämonen und Ländereien und was weiß ich alles zu führen, das ist alles wichtig, gar keine Frage. Mein Tipp an dich ist, mach eine PowerPoint-Präsentation und hau die voll mit richtig schönen, lustigen oder bunten Bildern. So wirst du deiner Welt eine weitere Dimension verleihen und wirst deiner Gruppe viel mehr Futter geben, dass sie auch irgendwie sich direkt vorstellen können, wie du dir diese Welt auch vorstellst. Wenn du jetzt sagst, wo kriege ich jetzt Bilder dafür her? Eine gute Anlaufstelle ist DeviantArt und was auch sehr gut funktioniert, ist Instagram. Da gibt es sehr, sehr viele KünstlerInnen, die dort ihre Fantasy-Artworks teilen. Am besten wirklich Hashtag Fantasy-Art oder Concept-Art. Da findet man eine Menge richtig gutes Futter für. Und wenn du ganz spezifisches Artwork suchst, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, es gibt eine Suchmaschine für Magic-Karten und der große Vorteil ist, dass du dort einfach eingeben kannst Schwert und dann findest du ganz viele Artworks, die magische Schwerter zeigen. Und dann kannst du dir das ausborgen für deine PowerPoint-Präsentation. Und wenn du diese Präsentation deiner Gruppe gezeigt hast und alle wichtigen Informationen deiner Gruppe mitgeteilt hast, dann geht es darum, deine Gruppe einzubeziehen. Und an dieser Stelle gebe ich dir 2 Tipps.
Und zwar zwei Methoden, mit denen du deine Gruppe in deine Spielwelt reinbekommst und ihnen die Möglichkeit gibst, dort Spuren zu hinterlassen. Beim ersten Tipp geht es darum, dass du deine Gruppe einlädst, 10 Besonderheiten an deiner Spielwelt einzubringen oder festzulegen. Und das machst du am besten, indem du so 2-3 Sachen vorgibst. Für meine Welt gibt es so ein paar Sachen, die einfach feststehen. Zum Beispiel, dass Schmetterlinge immer lügen und dass Bäume nicht gerade nach oben wachsen. Wenn du so ein paar Sachen vorgibst, kann deine Gruppe auch besser darauf aufbauen oder sich davon inspirieren lassen und sagen, ah, okay, in die Richtung soll das gehen. Da habe ich direkt eine Idee. Lasst euch damit auch ein bisschen Zeit. Und für dich als DM ist es ein super guter Ansatzpunkt, um weitere Geheimnisse oder Spielinhalte vorzubereiten. Und der zweite Tipp oder die zweite Methode ist, dass ihr den Startort, den du kurz beschreibst, nochmal um ein paar Besonderheiten auffüllt. Und zwar darf jede Spielerin in deiner Gruppe einmal eine Sache beschreiben, die diesen Startort besonders macht. Und das mag das örtliche Spa sein oder eine grimmige Wirtin, die eigentlich niemand so wirklich mag, aber alle sehr respektieren. Und schon hast du wieder ein paar mehr Ansatzpunkte, die du für deine Kampagne nutzen kannst. Und deine Gruppe hat direkt Sachen, mit denen sie in Berührung kommen wird, weil dieser Startpunkt wird sie ja gerade am Anfang deines Abenteuers auf jeden Fall eine Zeit lang begleiten. Nachdem du jetzt nicht nur mit deiner Gruppe abgeklärt hast, nach welchen Regeln ihr spielt und wie sich deine Welt verhält und sie auch noch eingeladen hast, an dieser Welt mitzugestalten, geht es jetzt im dritten Teil darum, Charaktere zu erstellen und vor allen Dingen eine Gruppe aus diesen Charakteren zu machen. Charaktere erstellen, das ist ja der Grund, warum ihr überhaupt zusammensitzt in der Session Zero. Zumindest freuen sich deine SpielerInnen bestimmt riesig darauf, ihre Ideen mitzuteilen. Und damit fangen wir auch direkt an. Deine SpielerInnen dürfen reihum einmal kurz beschreiben, was sie sich überlegt haben. Was für eine Person wollen sie eigentlich verkörpern? Und dabei würde ich genau dort den Fokus setzen. Als allererstes sollen sie beschreiben, wie sie so drauf sind. Was ist das für eine Person? Was ist der Hintergrund? Wie verhalten sie sich innerhalb einer sozialen Interaktion? Und dann kommen erst die mechanischen Sachen und Klasse und so weiter und so fort, weil das Allerwichtigste ist erstmal zu erfahren, wer sitzt da eigentlich. Als nächstes werden eure Charakterbögen ausgefüllt und da gibt es natürlich auch wichtige Sachen zu besprechen. Was ist das Startlevel? Spielt ihr mit oder ohne Gesinnung? Wie werden Attribute festgelegt? Und all die Sachen, die auch in den Regelbüchern immer drinstehen, da gibt es ja genug Schritt-für-Schritt-Anleitung für, das werde ich jetzt nicht alles einzeln ausführen, aber wichtig ist halt eben die Sachen, wo du abweichen möchtest oder abweichen einfach eine bessere Option darstellt, weil das vielleicht aus eurer Erwartungshaltung sich ergeben hat. Das solltet ihr auf jeden Fall nochmal einmal besprechen und festlegen und damit allen klar ist, okay, wir starten auf Level 5, weil wir alle gesagt haben, wir haben kein Interesse daran, kleine AbenteurerInnen in Ausbildung zu spielen, sondern wir wollen gleich an die großen und fiesen Monster heran. Im nächsten Schritt geht es darum, aus diesen Charakteren eine Gruppe zu machen. Und da gebe ich dir wahrscheinlich den Tipp, der wertvollste Tipp sein wird, der je in einem meiner Videos auftaucht, und zwar: Lass deine Gruppe niemals in einer Taverne das erste Mal aufeinandertreffen. Lass deine Gruppe immer schon eine Beziehung untereinander haben, bevor ihr euch zum ersten Mal ins Abenteuer stürzt. Der Vorteil ist ganz einfach. Du musst als Spielleitung nicht dafür sorgen, dass die überhaupt erstmal in ein Gespräch kommen und du gehst auch nicht das Risiko ein, dass sie aufeinandertreffen und feststellen, ah, wir mögen einander gar nicht. Tschüss! Weil genau das kann nämlich passieren. Die allermeisten Leute, die wir im echten Leben treffen, sind nicht Leute, mit denen wir über Monate oder Jahre reisen und gefährliche Abenteuer bestehen wollen. Das geschieht einfach nicht. Und auch in einer Fantasy-Welt ist das nicht gang und gäbe. Auch unter AbenteurerInnen ist das nicht gang und gäbe. Die meisten Leute, die diesem Handwerk nachgehen, wenn man das Handwerk nennen kann, tun das mit Leuten, denen sie vertrauen. Und die Leute, denen sie vertrauen, auch mit denen haben sie schon eine Beziehung.
Also beginnst du mit genau dieser Frage. Woher kennt ihr euch? Also warum seid ihr eine Gruppe? Seid ihr einfach Freunde? Kennt ihr euch aus eurer Abenteurer-Gilde? Kennt ihr euch von einem besonders gefährlichen Auftrag, den ihr mal gemeinsam per Zufall zugeschoben bekommen habt? Oder habt ihr euch vor vielen, vielen Jahren mal in einer Taverne kennengelernt, gemeinsam gesoffen und festgestellt, dass ihr beste Freunde seid? Für immer. Genau diese Sache solltet ihr vorher definieren. Denn wenn du sagst, ihr habt jetzt eine Beziehung miteinander, ist es für deine Gruppe auch viel einfacher zu sagen, jo, das haben wir. Wenn deine Gruppe sogar sagen kann, unsere Beziehung ist so und so, umso besser, weil dann definieren sie selber, wieso sie zusammen unterwegs sind und haben gleich einen Ansatzpunkt, miteinander umzugehen. Und um einen weiteren Ansatzpunkt zu schaffen, definieren wir ein paar interne Rollen innerhalb dieser Gruppe. Ich habe jetzt in meiner Liste so ein paar Beispiele aufgeführt. Du kannst natürlich deine eigenen Beispiele stattdessen nehmen, aber für mich ist es immer ganz einfach zu sagen, irgendjemand ist verantwortlich dafür, dass die Gruppe Verpflegung findet. Irgendjemand ist immer die Person, die sich im Zweifel ganz nach vorne stellt und als erstes in den Dungeon reinläuft. Diese Rollen vorher abzufragen und dann zu sagen, ja, wer möchte denn die Verpflegung in der Gruppe übernehmen? Und dann sagt Tom, ja, ich bin es. Alle wissen dann sofort, ah, okay, dieser Charakter, ich habe direkt ein Bild vor Augen, wenn das Lager aufgebaut wird, dann holt dieser Charakter den Topf heraus und fängt an, irgendeinen Eintopf vorzubereiten oder wie auch immer. Es entstehen direkt Bilder, es entstehen Ansatzpunkte. Tom ist also für die Verpflegung zuständig. Und wer in der Gruppe ist das Leckermäulchen, das sich besonders über ein bestimmtes Gericht freut und dann umso besser kämpft? Oder zwei der Gruppenmitglieder dürfen einen Kampfschrei zusammen performen und für immer und ewig festhalten. Und jedes Mal, wenn es in eine Schlacht geht, dürfen sie ihn mit abwechselnder Stimmeinlage hinaus posaunen, bevor die Gegner zermatscht werden. Lass sie das gemeinsam festlegen und du wirst ihnen Ansatzpunkte geben, gemeinsam ins Rollenspiel zu finden und als Gruppe mehr zu sein als einfach nur Charaktere, die gemeinsam Kämpfe bestehen oder sich Abenteuer aufheißen lassen, sondern wirkliche Freundschaften und Beziehungen dort entstehen zu lassen. Jetzt habt ihr eine fertige Gruppe. Und zwar nicht nur Charaktere, sondern wirklich eine Gruppe erstellt. Und damit endet eure Session Zero. Du kannst jetzt natürlich noch sagen, oh, ich hätte gerne noch eine etwas ausführlichere Hintergrundgeschichte oder irgendwelche weiteren Informationen. Oder deine Gruppe sagt, kannst du uns noch zu diesen oder jenen Inhalten deiner Spielwelt ein paar Informationen bereitlegen? All das solltet ihr am Ende nochmal besprechen. Macht einen Termin aus, wann ihr euch das nächste Mal trefft. Macht am besten die nächsten 3 Termine aus. Das ist besser für den Einstieg. Und damit habt ihr nicht nur eure Session Zero erfolgreich beendet, sondern den Grundstein für ein vielleicht sogar jahrelang anhaltendes, super spannendes, episches Abenteuer gesetzt, was ihr gemeinsam bestreiten dürft. Das war jetzt meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie eine Session Zero funktioniert. Und ich hoffe, dass du da für deine nächste Session Zero einiges mitnehmen konntest. Danke schon mal fürs Zuschauen. Ich schaue jetzt, welches Thema wir im nächsten Video behandeln werden. Wenn du jetzt nicht weißt, was dieser komische Schachtelgriff sein soll. Deine Fragen, Ideen, Anregungen kommen genau hier rein, wenn du sie mir in den Kommentaren unter diesem Video hinterlässt oder auf Twitter schickst. Und ich greife jetzt hier rein und werde ein Thema für das nächste Video rausziehen. Ich lese das kurz. Okay. Richard X. Meyer fragt, wo ziehst du die feine Grenze als Spielleiter, kritikfähig und offen zu bleiben und trotzdem die nötige Autorität zu besitzen, um unnötige Diskussionen zu vermeiden? Zum Beispiel, warum ein NSC auf eine bestimmte Weise reagiert. Ich habe direkt eine Idee, was man da für ein Video draus machen kann. Es geht da, glaube ich, noch ein bisschen mehr darum, wie man sich als DM verhalten sollte, damit man als Leitung auch genau das machen kann, was eine Leitung machen sollte. Und was vielleicht auch die Aufgaben einer guten Spielleitung sind.
Vielen Dank, Richard, für die Idee. Das nächste Video steht damit fest, oder das nächste Thema steht damit fest. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, klickst du unten auf Gefällt mir und abonnierst den Kanal und schickst das Video an alle deine Freundinnen, die irgendwas mit Rollenspiel am Hut haben und auch an die, die es gerne täten. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!